Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8 mit mir, TMWSTREF. Okay, lassen wir es alles uns auf der Zunge zergehen. Was habe ich gerade gesagt? Scheiß drauf, okay. Wir haben hier einen Drawpunkt, nicht ziehen. Eis brauche ich, glaube ich, nicht unbedingt so dringend. Wir sind ja wohlgemerkt in der Übungshalle, nachdem wir auf dem Abschlussball so schön getanzt haben mit diesem mysteriösen Mädchen. Ja, aber jetzt kommt ein zweites Date. Wohl ungewollt. Ja. Ich war schon lange nicht mehr hier. Wie spät ist es? Kurz nach Mitternacht. Puh. Ich, Christus Trap, bekleide ab sofort nicht mehr das Amt als Ausbilderin. Jetzt bin ich wieder ein Seed, genau wie du. Vielleicht arbeiten wir ja mal zusammen. Aha. Ist das alles? Es ist doch beschlossene Sache. Was soll ich denn dazu sagen? Sie sagten, ich wäre nicht geeignet. Ich hätte nicht die erforderlichen Führungsqualitäten. Ich bin mit 15 Seed geworden. Mit 17 wurde ich Ausbilderin. Es ist nicht mal ein Jahr her. Klang das jetzt logisch? 15 Jahre, 17 Jahre, nicht mal ein Jahr her? Na gut, okay. Ich frage mich, woran es lag. Ich habe mich so angestrengt. Hörst du mir überhaupt zu? Bist du fertig? Ich mag solche Geschichten nicht. Die Sorgen und Kummer anderer Leute. Was soll ich denn dazu groß sagen? Ich erwarte ja nicht, dass du was dazu sagst. Es genügt, wenn du mir einfach zuhörst. Dann rede doch gegen die Wand. Hast du niemals das Bedürfnis gehabt, jemandem deine Gedanken mitzuteilen? Jeder muss sich selbst um seinen Kram kümmern. Ich will nicht, dass man mir die Last anderer Leute aufbürdet. Ich und das Lesen, das wird sich wahrscheinlich nicht so schnell ändern. Keine Führungsqualitäten, jetzt fange ich an zu begreifen. Tja, anscheinend macht sie sich ein bisschen an ihre Schüler ran. An ihre, ja, was weiß ich. Aber das ist okay. Solange es nicht in sexuelle Belästigung endet, okay. Okay, du gehst jetzt ein bisschen zu weit, Estref. Ganz schön anständig bleiben und rational. So, ah! Ein Schrei! Schnell, Squall! Oh Gott, ich bin heute ein bisschen zu blöd zum Lesen, weiß nicht. Squall! Squall Quisty! Da, das Mädchen, das am Anfang des Spiels in der Krankenstation war. Doch wer ist sie und woher kennt sie Squall und Quistis? Und sie hat sogar einfach mal den Spitznamen gesagt. Quisty! Quisty! Strange Things. Naja gut, aber das werden wir auf jeden Fall noch herausfinden, so oder so, was es damit auf sich hat. Bäh! Okay, also, Bosskampf, wie ihr wohl womöglich mitbekommen habt. Wir machen erstmal zwei Raldos Platz. Bäh! Aua!
That hurts, you bitch. No! Damn, mach ihn kaputt. So, jetzt fangen wir an, vom Raldo ein bisschen Protes zu ziehen. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen dauern, bis da jeder so seine 100 hat. Aber wir hoffen mal das Beste. Vielleicht geht's ja doch schnell. Oh, 2 Protes, wundervoll. Protes ist halt, wie gesagt, ein Protes? Willst du mich jetzt verarschen, Quistis? Das ist so ein geringer Magiewert. Das kann doch nicht dein Ernst sein. 3 Protes, okay. Immer noch ein bisschen weiter. 6 Protes, gut. Oh, das klappt doch schon mal besser. So. Protes ist, wie gesagt, ein guter Zauber für die Körperkopplung, aber jetzt nicht der Beste. Dafür der Beste ist Melton. Wie gesagt, den kann man aus der Fragezeichenflüssigkeit herstellen. Aber dazu irgendwann mal, wenn es soweit ist. So, ich will erstmal zum Übergang erstmal mir Protes aneignen. Und wie gesagt, Protes ist auch ein Zauber, der an sich die Wirkung erstellt einfach mal ein Schutzschild auf einem Charakter, der den Schaden halbiert, den er abbekommt. Und das ist eigentlich ganz, ganz nice. So, gut. Leute, ich will ja wirklich nicht die ganze Zeit damit verbringen, jetzt ständig zu drawen. Ja, deswegen hoffe ich einfach mal, es wird schnell gehen, weil wenn sie jetzt weiter so mindestens 5 ziehen, ist es okay, dann wird es ja noch wahrscheinlich okay sein. Protes 34. Oh mein Gott! Das Schlimme ist, ich wollte nämlich von diesem Granaldo, also dieser fliegenden Heuschrecke da, auch noch was ziehen. Und zwar Shell. Shell ist eigentlich genau dasselbe wie Protes, nur halt halbiert eben magischen Schaden und Protes eben physischen. So. Und ja, jetzt hat Squall nur ein Protes gezogen. Was zur Hölle? Was ist denn nur mit euch los? Also ich hätte irgendwie ein bisschen mehr damals ziehen sollen am Anfang des Spiels. Whee! Ein Protes. So, Quistis, du hast ja jetzt gerade kein Zauber gekoppelt, deswegen kann ich gerade nicht einsehen, wie viel Protes du jetzt hast. Squall hat 47. Oh mein Gott. Leute, dauert das. 7. Wundervoll. Also manchmal geht's rauf und runter. Einfach so. So, du hast dann jetzt 50. Okay, Leute, die Hälfte haben wir doch schon mal. Du ging doch eigentlich gar nicht mal so langsam. Oh, ich hasse es, wenn nur ein einziger Protes dabei ist. Aua, that hurts. Und du benutzt deinen Raldo als Kick? Fußball oder was? Ah, das gibt's doch nicht. So, bald hat Squall mal wieder sein... Na okay, ging nicht auf Squall, aber... Aber bald hat Squall mal wieder seine Limitstufe erreicht. Und dann klotzen wir auf jeden Fall nochmal rein, im schlimmsten Fall. Ja, haben, come on. Sieben. Das gefällt mir schon besser. Leute, okay, weiß nicht. Wenn das jetzt noch so lange dauert, dann... ja. Ich hätte aber gern diese verdammten Zauber, verdammt. Und zwar 100 Mal. Das wäre das ultra krasseste überhaupt. Also wenn, wenn ihr nicht zusehen wollt, wie ich das Ganze draw, dann könnt ihr von mir aus auch vorskippen, aber ja. Das ist bei mir nämlich gerade so ein Problem mit Schneiden. Das ist nämlich so ein blödes Problem bei mir gerade. Daher... nicht, weil ich kein Videoschnittprogramm habe, sondern mit Rendern ist eh vielmehr das Problem.
Da muss ich mir noch irgendwie eine Alternative suchen. Aber das wird bestimmt schon irgendwie gehen. So, drei Viertel Leute haben wir. Draw again. Ein Protoss. Wie oft habe ich jetzt schon Protoss gesagt in diesem Teil, in diesem Part? Warte mal. Ja, du musst ja auch noch drawen. Christus! Was ist denn nur in dich gefahren? Ich hoffe, wir haben es bald, verdammte Kacke. Also wenn's jetzt bei Shell auch so lange dauert, dann würde ich vielleicht Shell überspringen. Aber Protoss, zumindest will ich Protoss haben, okay? Ich verspreche, wir werden definitiv noch vorankommen. Weiter vorankommen, als jetzt nur hier. Oh, Gott sei Dank! Oh, Christus, danke, super. Okay, Shell. Es wird gezogen. Und ach, Mücke, hau ab! Ich brauche hier jetzt keiner. Scheißfliege. Shell, 7-mal erhalten! Prefektor, ein Protoss gezogen. So, und Shell, Raldo. Super, okay, Squall, du kannst dann dich jetzt mal um den Raldo kümmern. Der kann erstmal weg. Obwohl, wenn jetzt alle Raldos kaputt sind, dann ist wahrscheinlich dieser Granaldo umso gefährlicher. Deswegen, ich warte noch kurz noch damit. So, wir drawn fleißig weiter. Aber Leute, ich bin erstmal froh, dass Protoss erstmal voll ist. Voll, voll, voll. Dieser eine Shell-Draw war jetzt ein bisschen wieder entmutigend, aber naja, gut. Ich will mal nicht meckern. Aber Leute, das dauert mir doch irgendwie ein bisschen zu lang. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal gerade noch 2, 3 Draws und dann ist, glaube ich, Ende im Gelände. Dann müssen irgendwie alle irgendwie anders die ganzen Zauber bekommen. Und außerdem ist FF8 doch jetzt unbedingt nicht so schwer, dass man jetzt unbedingt die besten Zauber haben muss. Daher, also kann man sich da schon schön abregen, ja. Und chillen. Ich habe nämlich in meinen früheren Let's Plays immer sehr, am Anfang richtig sehr, sehr gepusht. Und ich wollte es hier in diesem Let's Play einfach mal ein bisschen minimieren, weil ich hab nämlich ziemlich, okay, will jetzt nicht sagen übertrieben, aber ich habe auf jeden Fall ziemlich, ziemlich drauf gehauen, daher. Daher dachte ich mir so, bin heute eher so drauf, ey, Junge, im Ernst, man braucht nicht so viel am Anfang, ja, also man braucht gar nicht so viel, um irgendwie ein Spiel durchzukriegen. Ich meine, die Vorsorge ist gut, definitiv, aber Minimalismus ist auch eine sehr schöne Sache. Die sollte mal ein bisschen mehr angestrebt werden in diesem, ja, weiß nicht, dieser Komfortgesellschaft oder was auch immer, weiß nicht. Okay, ich mag ja den Komfort auch, aber ja. Aber ich muss jetzt aber auch nicht den neuesten Trend dafür haben, ja. Gut. So, Squall, du musst mir jetzt gleich mal zeigen, wie viel Shell du hast. Und dann werde ich mal von der Anzahl eher schätzen, ob ich jetzt diesen kleinen Heuschrecken-Guy kaputt mache. Diesen Granaldo. Shell 44, okay, weißt du was? Ich ziehe bis du 50 hast und dann machen wir definitiv weiter. So, 6. Ja, das müssen doch jetzt alle sein, oder? Ja,
Ja, 55, das ist eigentlich ganz gut. So, Leute, gut, wir machen einfach mal den Raldo Platz. Oh, okay, blauer Zauber, Elektra, was machen wir? Desionator, Verdauungssaft. Was ist Verdauungssaft? Ach ja, nee, das macht irgendwelche Zustandsveränderungen, glaube ich. Ja. Desionator funktioniert hier nicht. 360, okay. Okay, du machst mal weiter. Hypervibra! Vorsicht, Hypervibra erteilt Todsucht und das macht einfach mal gewisse Gegner mal stärker in ihren physischen Angriffen und ja. Aber er ist ja jetzt nicht in Tobsucht, daher alles gut. Elektra. Okay, weißt du was? Du greifst dann normal an, Score, weil du jetzt kein Limit Break machen willst. Kabash! Das Ding schläft! Oh mein Gott, das ist gegen Dings. Allergisch. Gegen Schlaf. Witzig. Okay, weißt du was? Du ziehst einfach noch, während der Kampf noch läuft, ein bisschen. Ah, ne, okay. Alles vorbei. We did it. Ja, der Kampf war ausgesprochen lang. Ja, wie gesagt, wegen Drawerei. Aber wie gesagt, ihr könnt euch viel Zeit ersparen, wenn ihr einen hohen Magiewert habt. Daher, ja, dann drawt man nämlich mehr. Hier ist es zu gefährlich. Gehen wir. Ja. Wer war das? Yeah, who is she? Das wird auf jeden Fall noch aufgeklärt. Definitiv. So. Moment, jetzt können wir aber mal mit Protes ordentlich ranklotzen. So, guckt mal. Mit Vita macht's 24 und hier 54. Einfach mal 30 Punkte höher. Dammit, ist das krass. So, und Shell, du hast... Och mein Gott, du hast 80 Shell. Wow, das war sehr viel mehr gezogen als Squall. Aber gut, 38. Gut, 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 gut. So, Squall, du hast... Ah ja, du hast keine Körperkopplung. Das ist jetzt... naja, gut. Jetzt vielleicht nicht so gut gelaufen, aber gut, gut. Kein Grund zum Vorwurf. Definitiv nicht. Wir gehen zurück, denn hier hält uns jetzt nichts mehr. Und das kleine Date mit Chris ist vorbei. Squall, niemand kann alleine von sich hin leben. Wer behauptet das? Okidoki. Ja, Squall ist am liebsten einsam. Mit anderen hat er nur Stress. Und er mag es einfach, ein bisschen gefühlskalt zu sein. Und alles auf Distanz zu halten. Okay, aber das macht ihn sympathisch, finde ich. Jo, da bist du ja. Wo warst du eigentlich? Ich hab dich überall gesucht. Wir sind jetzt richtige Seeds und das wirklich coole ist, wir haben jetzt alle Einzelzimmer. Dein Zimmer ist genau gegenüber deinem alten. Ich sollte hier das mitteilen, hab ewig nach dir gesucht. Okay, dein Zimmer ist genau gegenüber deinem alten. Okay, danke. Also. Ein neues Zimmer. Ich brauch Schlaf. Squall, unser erster Job als Seeds. Wir sollen angeblich nach Timber. Der Befehl lautet in Zivil vor dem Kartenleser. Sammeln, Tempo! So, bevor wir das machen, in unserer schicken neuen Hütte, holen wir erstmal mal diese Zeitschrift herbei. Waffen April erhalten. So, jetzt habe ich ganz vergessen, wir haben ja Waffen März erhalten irgendwann. Auf der Seed-Prüfung auf dem Sendeturm. Das will ich euch mal kurz zeigen. Waffenmerz ist eigentlich nichts Besonderes. Es zeigt einfach nur die Waffen, die wir ohnehin schon haben. Von Squall, Xell, Selfie und Quistis. Und die benötigten Zutaten. Und wenn man einfach mal die Zeitschrift gelesen hat, wie zum Beispiel hier, Kia Strike, das ist jetzt eine neue Waffe für Squall. Man braucht dafür ein Eisenrohr und eine Schraube. Und ich glaube, wir könnten das sogar schon schmieden.
Es ist so, wenn wir eine Zeitschrift lesen, dann ist diese Waffe dann auch aufgelistet im Junk Shop. Aber wenn man schon vorher, vor dem Lesen, die ganzen Items für eine neue Waffe hat, dann erscheinen sie auch so. Vor dem Lesen der Zeitschriften. Das ist echt genial. Maverick für Xell. Zaubersplitter für... Ja, nee, warte mal. Vollmondring. Wem gehört der Vollmondring? Vielleicht einem Charakter, der noch nicht in unserer Party ist. Und ein Valiant. Auch ziemlich seltsam. Eine Schusswaffe. Niemand hat hier eine Schusswaffe. Was geht hier ab? Okay. Leute, ich glaube, ich gehe dann mal raus. Als Entschädigung für die ganze lange Draw-Geschichte werde ich jetzt noch ein bisschen... Werde ich noch bis zum Haupttor gehen und ein bisschen die 20 Minuten ein bisschen überspannen. Aber don't worry. Anything's fine. Noch eine Minute. Geschafft. T-Bot-Fahren ist hier verboten. Schon vergessen? Sorry. Ist aber mega praktisch. Bestimmt nützlich für Seed-Missionen. Das werden wohl wir beurteilen. Wird beschlagnahmt. Oh nein! Diese Säcke! Ihr seid zwar Seeds, aber gleichzeitig auch Schüler dieses Gartens. Als Seeds müsst ihr euch vorbildlich verhalten. Regelwidrigkeiten werden nicht geduldet. Ja. Ich mag keine Regeln, wenn man ständig drauf rumpulsiert. Na gut. Ihr erster Auftrag, nicht wahr? Ihr Reiseziel ist die Stadt Timber. Dort werden sie einer Organisation unterstellt. Am Bahnhof von Timber wird sie ein Mitglied der Organisation kontaktieren. Er wird euch folgendermaßen ansprechen. Der Wald hat sich verändert. Ihr werdet darauf antworten, es leben aber noch Eulen. So lautet die Parole. Des Weiteren befolgen sie deren Befehle. Nur wir drei? Ja, wir haben diesen Auftrag zu einem Billigtarif angenommen. Normalerweise werden Aufträge dieser Art gar nicht... Lassen wir doch die Einzelheiten. Squall, Sie sind der Anführer. Folglich haben Sie das Kommando. Xell und Selfie, die beiden müssen Squall nach Kräften unterstützen. Führen Sie den Auftrag erfolgreich durch. Alles klar. Aber warte mal. Erstmal reden wir noch mit Direktor Sid. Er gibt uns nämlich wieder mal was total Wertvolles. Ach richtig, Squall. Hatte ich vollkommen vergessen. Dieses Item ist verflucht, aber durch die Hand eines Helden wird es zu einer mächtigen Waffe. Wunderlampe erhalten. Und, liebe Leute, da ist kein Genie drin. Nämlich eigentlich was total anderes. Aber dieses Geheimnis wird nächstes Mal gelüftet, okay? Ach Mist, oh, ich muss das schon wieder alles umkoppeln. Oh. Wisst ihr was? Nee, ich gehe jetzt raus und damit basta, so. Okay. Also. Truppe. Austausch Quistes. So, du entfernst bitte mal. Mist, was soll ich jetzt machen? Stopp. Wartet mal, ich glaube, ich mache das ein bisschen anders mit der GF-Verteilung. Nee, weißt du was, du behältst Ifrit, lieber Squall. Und du kriegst, ja, auch Sirenen. Ja, warte mal, das bleibt dann doch besser so, wie es ist. Stärke 20, Stärke 40 und... Schiefer für dich, ja, auch du Stärke, Dings, Item, Draw, Körper 20. Ach, stopp, Moment mal, Elementkopplung werden nicht geduldet. Wird beschlagnahmt. Ja, gut. Und Quetzalcoatl für dich, liebe Selfie. Oh, shit, du hast... Hä?
Warum hast du keine Zauber? Hast du die Quistis? Oh. Definitiv. Magie, Zauber, nee, Karte, Item, Draw, Magie plus 20. Meine Güte, so, Truppe, Austausch, Selfie, Quistis, gut. Alles Klärchen, so. Alles ist perfekt und das freut mich und ich mache hier dann ein Safe State und wir werden dann definitiv das nächste Mal weitermachen. Ja, 25 Minuten, meine Güte, was sagt man dazu? Gut, ihr könnt euch freuen auf einen neuen Part irgendwann, demnächst, die nächsten 2-3 Tage. Bis zum nächsten Mal, euer TMWSDRF und ciao! Oh Gott, es ist so heiß die letzten Tage, ey. Schwitz.